Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich kurz zu fortgeschrittener Stunde um Ihre Aufmerksamkeit bitten für ein paar Minuten. Wir stimmen nach dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Eispiraten aus Crimmitschau. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches, das ist Chris Lee als Head Coach der Eispiraten Crimmitschau und unser Trainer Rico Rossi. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast, Herr Lee, ein paar Worte zum Spiel. Dankeschön, schönen Abend. Ich glaube, in der ersten Minute sind wir, muss ich sagen, gut rausgekommen. Die erste 8-9 Minuten mitgespielt, dass wir gerade im Bus waren. Und für 5 Minuten, würde ich sagen, die erste Minute unser Gehirn kurz ausgeschaltet, wo wir in kurzer Zeit die 3 Tore gekriegt hätten. Die Drittelpause hat uns gut getan, dann die erste Drittelpause. Wir haben uns ein bisschen zusammengesessen, gequatscht, einfacher zu spielen, mehr diszipliniert zu spielen, wach zu bleiben, keine Pause machen. Und einfacher aus dem Drittel, in die zweite Drittel rausgekommen, Scheibe zum Tor gebracht. Und ja, die einfache Sache hat die Dinge gemacht und zu unserem Glück ist die Scheibe reingekommen. Und diese 3-3 hat mich gefreut für meine Mannschaft. Und die letzte Drittel, ich glaube, das war für beide Mannschaften schwer. Die Eis waren natürlich nicht perfekt, es musste ganz einfach spielen. Hat Kassel genau die gleiche gemacht, Scheibe zum Tor, Scheibe zum Tor, Scheibe zum Tor. Und in Verlängerung beide Mannschaften ein paar Chancen gehabt, wir kurz davor eine große Chance gehabt. Und dann nehmen die Scheibe da runter und machen die 2-1 und verdient die 2 Punkte geholt heute. Chris, ich weiß, es ist unangenehm, aber die Frage muss ja kommen nach dem Spiel am Freitag. Ganz mies gelaufen, ich glaube, da großartig gehen wir auch nicht drauf ein, aber als Trainer, wir waren uns, denke ich mal, auch nicht so ganz sicher, wie kommt Crimmitschau jetzt raus? Ist das noch im Hinterkopf? Ja, nein. Als Trainer, wie macht man das? Einfach wieder Freunde Vollgas geben, einfach weiterspielen oder macht man als Trainer irgendwas Besonderes? Ja, am Freitag, die Frage ist natürlich unangenehm, aber wir sind eine junge Mannschaft und wir müssen lernen zu gewinnen. Und das hört sich so einfach an, aber das ist etwas, was die Jungs lernen müssen, wie man mit einem 6-3, sagen wir, Führung mit 5 Minuten, 3 Minuten noch zu spielen umgeht und nicht gleich die Vordermann kriegt. Am Samstag haben wir zusammengesessen, haben wir ein bisschen ganz wenig über das Spiel gesprochen, weil es bringt uns gar nichts, über dieses Spiel zu reden, das war vorbei. Wir haben gesagt, weiter geht's, weil mehr kann man nicht sagen, das Spiel am Freitag ist gelaufen, ist vorbei, war nicht schön, aber ist vorbei. Dann haben wir gesagt, wir müssen uns etwas gut tun heute und ich glaube, mit dem Punkt sind wir zufrieden. Nach den 3-0 haben wir natürlich die 2 gehabt, aber die Jungs sind rausgekommen, hat gekämpft heute und hat gezeigt, dass Freitag vorbei war und wir sind einfach weitergegangen. Vielen Dank. Rico. Am Freitag ein Riesenspiel geliefert mit einem 7-2 in Rosenheim, wo wahrscheinlich keiner so richtig gut gerechnet hat. Heute das 4-3 nach Verlängerung gegen Crimmitschau, insgesamt 5 Punkte an dem Wochenende. Bist du zufrieden? Ja, natürlich. 5 Punkte am Wochenende muss man zufrieden sein. Ich glaube, dass jeder Club wird sich zufrieden mit einem 5 Punkte Wochenende oder Aufsteiger oder Titelkandidaten. Das ist ein 5 Punkte Wochenende. Zum Spiel heute. Erste Drittel, wie Chris gesagt hat, für die ersten 10 Minuten sehr ausgeglichen gegangen. Wir haben auch Druck gemacht, aber mit keinen großen, riesigen Chancen. Und dann die Tore, die wir geschossen haben, die waren einfach von nur Will und Kampfgeist. Die waren nicht schön ausgespielt oder so, aber das ist der Charakter von der Mannschaft. Er hat einen riesigen Will, einen riesigen Kampfgeist und das haben wir gezeigt in dieser Phase. Im zweiten Drittel dann durch ja, Undiszipliniertheit, nicht nur in die Strafzeiten, weil die Strafzeiten passieren, weil die Schiedsrichter kennen vielleicht eine richtige Entscheidung oder vielleicht eine falsche Entscheidung. Das passiert, das ist ein Teil von dem Spiel. Was wir diszipliniert, wir uns in unser Unterzahl taktisch. Das sind Dinge, dass wir arbeiten mit Video konstant und die Failures, dass wir in Unterzahl gemacht haben, sind schon Failures, dass wir wissen und wir sind schon gut vorbereitet als Spielers und Trainers von dem Spiel, von den Gegner und trotzdem machen wir diesen Failures in Unterzahl. Und das hat uns mit Sicherheit die extra Punkte gekostet, weil das hat den ganzen Schwung in die andere Richtung gebracht. Denn im letzten Drittel hatten wir genug Druck auf die gegnerische Tor. Nicht ohne Druck gegen unser Tor auch, aber Crimmitschau hat andere Chancen, aber man sieht wieder, was für Charakter die Mannschaft hat, noch eine 3-0 Führung. Und jetzt 3-3 und in Unterzahl letzte Minuten vor dem Schluss, genauso wie gegen Frankfurt. Und dieses Time wir gewinnen. So, Hut ab auf meine Mannschaft. Ja, vielen Dank, Rico.
Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Trainer? Das ist wie immer nicht der Fall. Ich fasse kurz zusammen, das Ergebnis war 4:3 nach Verlängerung. Strafen Kassel 8, Crimmitschau 6, das Ganze vor 3016 Zuschauern. Endergebnisse aus den anderen Partien. Lausitzer Füchse gegen Bietigheim Steelers 7:6. Eislöwen Dresden gegen die Ravensburg Tower Stars 3:2. Heilbronner Falken gegen den EV Landshut 6:4. SC Riesersee gegen NEC Bad Nauheim 4:3. Und Löwen Frankfurt gegen den Sportbund bzw. die Starbucks Rosenheim 5:1. Für uns geht es weiter am Freitag, den 24.10. um 20 Uhr. Ordentliches Wochenende, ordentliche Gegner für uns. Erstmal den Meister in Bremerhaven und dann am Sonntag, den 26.10. erwarten wir hier bei uns zu Hause ab 18.30 Uhr die Bietigheim Steelers. Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Abend, starten Sie schön in gute Woche. Bis nächste Woche.